Erinnert ihr euch noch an den Schlusspunkt meines Bremen-Aufenthaltes? Das war ein kleines Gartenpalais. In Leipzig beginne ich standesgemäß mit einem Schlösschen, und zwar mit dem Gohliser Schlösschen. Das ist allerdings kein Schlösschen, in das man hineingehen kann, sondern scheint bewohnt zu sein. 1813 gelang es den Vereinigten Truppen Europas, entscheidend den französischen General Napoleon Bonaparte bei Leipzig zu besiegen. Daran erinnert dieses Völkerschlachtdenkmal. So, ich leite jetzt mal her. Enten im Schwanenteich, wo es keine Schwäne gibt im Moment. Und da gab es mal einen Schwanenritter namens Lohengrin, den ein gewisser Richard Wagner vertont hat. Und deswegen steht seine Büste auch ganz in der Nähe des Schwanenteichs natürlich. Dass der Wagnersche Schwanenteich natürlich der übliche Stadtstreicherblödsinn war, habt ihr euch sicher schon gedacht. Denn das Wagner-Denkmal steht natürlich schlicht und ergreifend ebenso logisch oder noch logischer hinter der Leipziger Oper. Hoch hinaus geht's im MDR Tower. Diese Glasfronten im Hintergrund gehören zur Universität, Zugang vom Augustusplatz, und dieser Brunnen, den ich jetzt umrunden werde, der heißt schlicht und ergreifend nach der Stifterin Mendebrunnen. Und wenn ihr ganz genau schaut, dann spiegelt sich dieser Brunnen auch in der Glasfront des Leipziger Gewandhauses. Das städtische Kaufhaus steht an der Stelle, an der das ursprüngliche erste Gewandhaus, das übrigens genauso wie das aktuelle ein Konzertsaal ist, errichtet wurde. Eine der zwei berühmten Kirchen in Leipzig ist die Nikolaikirche. Wie alle evangelischen Kirchen ist auch in der Nikolaikirche wenig Schmuck. Dafür diese emporenartigen Möglichkeiten für die Gläubigen. Und dieses architektonische Baujuwel steht gleich neben der Nikolaikirche. Und wer meint, dass Einkaufspassagen architektonisch fad und eintönig sein müssen, der wird hier in Leipzig eines Besseren belehrt. Thank you.
warum dieses Haus in der Nikolaistraße zwei Reiter heißt, scheint aufgelegt. Nur die Reittiere sind etwas merkwürdig. Über 300 Jahre alt ist das alte Handelshaus Romanus Haus. In diesem Haus verkehrten unter anderem Johann Sebastian Bach oder Friedrich Schiller. Getroffen haben sich die zwei Herren natürlich hier nie selbst persönlich. Und hiermit appelliere ich an die Leipziger Stadtväter, auch dieses Haus wieder in den Glanz zu bringen, in dem das Romanushaus schon steht. Die übrigen Häuser in der Katharinenstraße sind nämlich wunderschön erhalten. Das beherrschende Gebäude am Marktplatz ist zweifelsohne das alte Rathaus. Interessant ist, dass der Turm nicht in der Mitte steht, wie man hier erkennen kann. Den Turm des alten Leipziger Rathauses schmückt diese wunderschöne Uhr. Und viele Häuser sind noch im Originalbauzustand am Marktplatz. Und dieser Turm gehört zur zweiten berühmten Kirche Leipzigs, der Thomaskirche, auch der Auftrittsort des berühmten Thomanerchors. Die Thomaskirche hat übrigens als eine der wenigen tatsächlich zwei Orgeln. Hier die größere. Und in der Nähe der Thomaskirche darf natürlich das Denkmal von Johann Sebastian Bach nicht fehlen. Wer jetzt meint, dieses Denkmal wäre zu klein, es geht natürlich auch größer, direkt vor der Kirche. Und mit diesem Miniaturmodell habt ihr einen kompletten Überblick über die Thomaskirche. Gleich bei der Thomaskirche steht auch das Denkmal dieses Herrn, Felix Mendelssohn Bartholdy, mit Muse, Nachwuchssängern und auch natürlich Nachwuchsorchester. Na, ich kann nur hoffen, dass das Gold bei der Schmückung dieses Bankhauses nicht aus den Depots der Kunden stammt. Ebenfalls in Leipzig finden wir den berühmten Auerbachskeller, wo Dr. Heinrich Faust vom Studium zur Verlockung gelangt. Und dieser Keller befindet sich in der Medlerpassage. Einer der vielen Leipziger Einkaufspassagen. Na, auf gut wienerisch würde man sagen, der Kerl ist ein bisschen verbaut.
An der Rückseite des alten Rathauses steht zunächst mal dieser Herr, der natürlich mit Auerbachs Keller was zu tun hat, Johann Wolfgang von Goethe. Und hinter dem Dichterfürsten sehen wir die alte Börse. Dieser Monumentalbau ist das neue Rathaus der Stadt Leipzig. Möglicherweise wurden dazu auch Fundamente der Burg verwendet. In diesem Haus, Riquet, verbirgt sich das gleichnamige Kaffeehaus. Und diesen Herrn, der einen mächtigen Schatten zu werfen scheint, den haben wir schon mal gesehen in Leipzig. Es ist Richard Wagner. Ja, und links sehen wir Siegfried den Drachentöter und rechts, das könnten wohl die drei Walküren sein. Doch warum hat man bei ihren Kostümen so gespart? Und diese zwei Herren stützen die Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Ja, zum Leipziger Zoo. Ich hätte euch gerne einiges aus diesem angeblich einem der schönsten Zoos Europas präsentiert. Leider war die Pressestelle nicht bereit, ohne Reichweitenangabe der Sendung des kleinen Stadtstreichers Pressetickets auszustellen. Also entfällt diese Berichterstattung. Und somit ist dieses das einzige Tierchen aus dem Leipziger Zoo, das ich euch wirklich zeigen kann. Und wenigstens der ist freundlich.